Sie sind hier, 27. August 2018, 12.39 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern mehrere Wochen Urheberrecht. Getty Images. Der FC Bayern muss mehrere Monate auf Kingsley Coman verzichten. Bayern-Präsident Uli Hoeneß äußert sich zur Suche nach Ersatz mit deutlichen Worten. Bayern-Flügelstürmer Kingsley Coman fehlt den Münchnern nach seinem Syndesmoserriss mehrere Monate. Doch einen Ersatz für den Franzosen wird der Rekordmeister nicht mehr holen. Wir machen nichts mehr, wir verpflichten doch keinen Spieler für 3 Monate, sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß am Montag am Rande einer Ehrung für Bastian Schweinsteiger in München. Damit stehen den Münchnern in den kommenden Wochen mit Frank Ribéry, Arjen Robben und Serge Gnabry nur 3 gelernte Flügelspieler zur Verfügung. James Rodriguez und Thomas Müller können diese Positionen auch spielen, haben ihre Stärken aber auf anderen Positionen. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr